Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Es geht wieder weiter mit der nächsten Folge unserer Super League-Karriere. Wir sind immer noch in Liga 4, aber in diesem Jahr das erste Mal das große Ziel, der Aufstieg. Ich bin der Meinung, wir können es in diesem Jahr echt schaffen, je nachdem, ob wir gute Leistungen direkt zu Beginn zeigen oder ob wir direkt zu Beginn erstmal wieder unten reinrutschen. Letzte Saison lief es ja auch ganz gut, nachdem wir direkt zu Beginn ein paar Siege mitgenommen haben, und ich denke, sollten wir in dieser Saison wieder genauso starten, dann könnten wir wirklich locker den Aufstieg packen. Erstmal ablösefreie Spieler, und hier habe ich direkt mal einen gefunden. Alan Kamara, Alan Kamara, wie auch immer, der mega interessant aussieht, und den würde ich jetzt einfach mal ohne Scouting verpflichten. Ich glaube wirklich, der könnte richtig stark sein. Bevor der uns wieder weggeschnappt wird, möchte ich dieses Risiko eingehen und den einfach mal direkt verpflichten. Und der neue Spieler, Kamara, ist jetzt nicht unbedingt gut, allerdings schlecht auch nicht, hat einen Marktwert von 1,8 Millionen, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe mit deutlich mehr gerechnet. Ich habe eigentlich so gedacht, der hat eine 73, 74 und dann auch einen Marktwert von 6, 7, 8 Millionen. Leider ist das jetzt so doch ein bisschen enttäuschend. Unser größtes Problem jetzt aktuell auf dem Transfermarkt ist, dass wir insgesamt nur 3 Millionen haben, und das bedeutet, wäre dieser 21-Jährige mit einem 68er Rating nicht freier Spieler, dann müssten wir einfach ungefähr 3 Millionen für den hinlegen, und kein Spieler, der zum aktuellen Zeitpunkt 3 Millionen wert ist, würde uns irgendwie verstärken. Aus dem Grund hoffe ich hier weiterhin auf Abgänge, und sollten wir Abgänge reinbekommen, möchte ich nochmal in unsere Scouts investieren. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, was wir mit diesen 3 Millionen anfangen können, was uns dann auch wirklich langfristig weiterhilft. Und jetzt haben wir es. Wir haben insgesamt 4 Millionen zusammen aufgrund des Abganges von McDonald's. Er wechselt für eine Ablösesumme von 1,55 Millionen zum Liga-Konkurrenten Tigris, und damit haben wir jetzt genügend Kohle zusammen und durch das Vorbereitungsturnier auch noch, dass wir unsere Jugendscouts weiterhin upgraden können, und das bedeutet, genau das werden wir jetzt direkt tun. Also, ich habe es jetzt aufgegeben, wir haben jetzt seit 5 Wochen jede Woche geguckt, was es so für Scouts gibt, damit wir endlich dreimal einen 5-Sterne-5-Sterne-Scout haben. Ich habe es jetzt letztendlich aufgegeben und ich gebe mich jetzt einfach mal mit diesen 3 Scouts zufrieden. 2 aus England, 1 aus Wales, und wir scouten mal wieder Länder, in denen wir bisher noch nicht waren. Das ist zum einen die USA, zum einen die Schweiz, das habt ihr gerade eben schon gesehen, und des Weiteren würde ich gerne mal in Asien scouten, und dort geht es dann einfach mal für uns nach Japan. Ach, ich bin damit irgendwie nicht ganz so zufrieden. Wir gehen einfach mal nach Saudi-Arabien. Aber ich bin mit keinem einzigen Land so zufrieden. Und ich glaube auch, aufgrund der geringeren Kosten, die man einfach in Saudi-Arabien ausgibt, dass da die Wahrscheinlichkeit, einen guten Spieler zu kriegen, deutlich geringer ist. Ich möchte allerdings auch so viele Nationen wie möglich im Kader haben. Das bedeutet, wir müssen auch mal in Ländern scouten, wo es vielleicht nicht ganz so viele Talente gibt. Ich schaue jetzt gerade nochmal rein, ob wir hier noch einen ablösefreien Spieler irgendwie mitnehmen können. Aber mich haut ehrlich gesagt so kein einer von denen bisher mega um. Ich werde jetzt nochmal manuell nach weiteren freien Spielern suchen. Ich habe jetzt 3 oder 4 weitere Spieler gefunden auf dem freien Markt. Die habe ich jetzt alle mal gescoutet. Mal sehen, wie gut die letztendlich sind. Des Weiteren muss man sagen, der Saisonstart ist wirklich sehr enttäuschend. Aktuell befinden wir uns nach 6 Spieltagen gerade mal auf Platz 21 in der Tabelle, und das ist dann, ehrlich gesagt, wirklich sehr, sehr enttäuschend. Schauen wir uns die 4 Spieler mal an, die ich vorhin genannt habe. Das sind die 4 ablösefreien Spieler, die aktuell vertraglos sind. Aber ich bin ganz ehrlich, ich finde keinen von denen so mega interessant. Im ZM sind wir schon mega gut besetzt. Da möchte ich nicht auch noch irgendeinem Jugendspieler einen Spieler vor die Nase setzen, der nicht aus der eigenen Jugendschule kommt. Und das Gleiche gilt eigentlich für die anderen Positionen. Nirgendwo würden wir einen neuen Stammspieler kriegen. Und aus dem Grund werde ich, glaube ich, einfach, weil unser Kader auch schon recht breit ist, keinen einzigen dieser Spieler verpflichten. Es gibt jetzt aber eine positive Nachricht zu vermelden, und die freut mich mega, denn es ist offiziell, wir haben den allerersten 90er Spieler im Kader. Wer hätte es gedacht, wer es ist? Es ist natürlich Fox, aber dass er so schnell dann tatsächlich schon die 90 erreicht, hätte ich nicht erwartet. Er ist immer noch gerade mal 21 Jahre alt, und ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, dass dieser gute Mann die 99 erreicht. Ich bin
Bin mir jetzt natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch und ich sehe gerade, uns hat irgendwie ein Rechtsverteidiger verlassen. Haben wir den Vertrag bei irgendjemandem nicht verlängert oder warum haben wir jetzt hier auf einmal wieder einen 67er Spieler? Jetzt ist es soweit, es ist eine Hinrunde vorbei, in der nicht so viel passiert ist. Wahrscheinlich wird es für euch auch eine recht kurze Folge gewesen sein, da wir mit unserem Transferbudget die Scouts geupgradet haben, nicht wirklich die Megatalente bisher gefunden haben. Vielleicht ändert sich jetzt noch was im letzten Monat. Wir haben ein paar Spieler verliehen, aber ich denke, die ganzen verliehenen Spieler zeige ich euch nicht mehr. Ansonsten wird das einfach zu viel. Die Ligatabelle, die sieht aber richtig gut aus. Ich glaube, das ist ein Ergebnis, mit dem wir zufrieden sein können. Aktuell Tabellenzweiter hinter Sheffield United. Nur 2 Punkte trennen uns zum ersten Platz. Also da ist auch auf jeden Fall noch alles drin in der Rückrunde. Drückt uns definitiv die Daumen. Und ich bin auch mit der Entwicklung unserer Mannschaft sehr zufrieden. Ihr wisst ja zum einen schon, Fox hat die 90 erreicht. Aber wenn man jetzt auf unsere Mannschaft schaut, dann sieht man Aremby in der Innenverteidigung im 80er Bereich. Çalhanoğlu im 80er Bereich. Mantel mittlerweile 84. Alenya ebenfalls 84. Neves, unser linker Mittelfeldspieler, 78 mittlerweile. Cook auf der 10 mit einer 77. Wir brauchen definitiv nach dem Aufstieg im nächsten Jahr einen neuen Stürmer und einen neuen Rechtsverteidiger. Das ist Ziel Nummer 1. Wir können gleich mal schauen, wie sich unser anderer Stürmer entwickelt. Das sieht allerdings nicht ganz so gut aus. Er hat auch noch eine 71. Das bedeutet, wir brauchen einen neuen Stürmer. Sierra entwickelt sich auch recht gut auf der 73 mittlerweile. Schade, dass der kein Rechtsverteidiger ist. Ansonsten wird er schon bei uns spielen. Wir können vielleicht mal schauen, ob wir einen ZDM als Rechtsverteidiger skillen können. Er zum Beispiel wäre ganz interessant eventuell als Rechtsverteidiger. Wie alt ist er? Wenn er schon 22 geht, eigentlich auch klar. Also vielleicht wäre er ein guter Rechtsverteidiger oder wir trainieren Brandt auf Rechtsverteidiger. Ich glaube, Brandt würde ich als Rechtsverteidiger sogar fühlen. 5 Sterne Skills. Ich glaube, das werden wir mal machen. Dann bin ich jetzt mal gespannt, wie lange das dauern soll. Okay, wir können es eigentlich vergessen. 388 Wochen. Wir lassen es doch lieber bei Brandt. Wir werden uns im Sommer um einen neuen Rechtsverteidiger kümmern. Ansonsten lassen wir es jetzt erstmal dabei. Ich bin echt mega zufrieden mit der Entwicklung. Auf welchen Positionen ich mich verstärken möchte, habe ich schon gesagt. Schauen wir nochmal auf ein paar Leihspieler. Barbossa, 2 Jahre verliehen, macht eine +2. Marsten ebenfalls +2 auf die 68. Ramos +2 auf die 72 mittlerweile. Also der entwickelt sich wirklich so gut, dass er nochmal interessant werden könnte bei uns. Neves ist auch erst 21 Jahre alt und entwickelt sich wirklich mega gut. Also ich muss sagen, doch besser, als ich am Anfang erwartet habe. Vielleicht wird er sein Potenzial ja noch weiterhin steigern. Haben wir noch weitere verliehene Spieler. Noel, einer unserer Top-Talente, mittlerweile auf der 68. Guterres mittlerweile auf der 64. Auch ein sehr interessanter Mann. Zehner aus Argentinien, gerade mal 16 Jahre alt und hat schon die 64. +6 einfach in diesem Jahr. Und dann schauen wir auf Michael Bass. Der soll weg. Den möchte ich nicht mehr haben. Guterres kann eigentlich auch weg. Genauso wie Bryant. Der entwickelt sich schon die ganze Zeit nicht weiter. Das sind eigentlich die aktuell ausgeliehenen Spieler. Jetzt im Winter werden wahrscheinlich noch ein paar dazukommen. Wir müssen natürlich auch aufpassen, dass sich unsere Jugendspieler nicht ablösefrei entfernen. Das wollte ich nicht machen. Ich wollte eigentlich eine 2-Jahres-Leihe. Scheinbar ist sein Vertrag aber nicht mehr so lang. Dann wird er für ein halbes Jahr verliehen. Aber ich sehe hier schon, ein Jugendspieler möchte weg. Kai Morgens. Wir schauen mal, ob wir den hochziehen werden. Und ich denke mal, mit einem 61er Gesamtrating kann man das definitiv mal machen. Aufgrund der aktuellen nicht vorhandenen Erfolge mit den Jugendscouts werde ich im nächsten Jahr, sobald unsere Scouts zurück sind, beziehungsweise in der nächsten Folge sogar direkt, wir schicken die ja immer nur 6 Monate weg, werde ich da wieder, ich sag mal, die Premium-Länder raussuchen, wo man ein paar mehr Spieler findet, also die teuersten Länder sozusagen, wo dann auch wirklich ein paar Jugendspieler dabei sind, denn der Test jetzt mit Saudi-Arabien, das war kein guter Test, sage ich mal so. Wir haben einfach keinen einzigen Spieler in Saudi-Arabien gefunden. Das wäre es jetzt allerdings erstmal aber von dieser kurzen Folge gewesen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du neu auf dem Kanal bist, lass auch liebend gerne ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.